привет, с вами Настя Рапелей, снимаю свое новое видео. Я сейчас нахожусь в Германии, и сейчас мы возьмем интервью у этого хорошего мужчины с собакой. Их обязательно это с Алисом. Deutsche Grüße, здесь. Hallo, wie heißen Sie? Andreas. Ich heiße Anastasia. Wie heißt dieser Hund und ist er oder sie? Das ist ein Rüde, der heißt Simon. Simon, okay. Und wie alt ist er? Er ist jetzt 4. 4 Jahre, okay. Ja. Und welche, wie heißt das, welche Rasse? Also das ist ein Podenco, ein spanischer. Aha. Okay. Und ist er nett, freundlich oder? Der ist total nett, ja. Also die Rasse ist schon eine ganz nette. Darf ich das? Ja, ja. Oh. Aber er gibt auch Küsschen. Also ему 4 года, это Саймон. Значит, wie heißt nochmal Stamm und Rasse? Bitte? Die Rasse Podenco. Podenco. Kommt er aus Spanien? Ja. Und er ist in Spanien. Rasse Podenco. Und er ist sehr дружелюбный und auch liebt zu целоваться. Was macht er zum Essen? Am liebsten frisches Fleisch. Fleisch? Ja, Fleisch. Und isst er vielleicht auch irgendwelche, ich weiß nicht, Gurken oder Sade? Also gibt es ab und zu, ja, Karotten kriegt er ab und zu, ein bisschen Gemüse mit rein, ja, ins Fleisch, aber eigentlich Fleisch und Mäuse. Er fängt Mäuse und frisst die, ja. Он ловит мышей. Самая любимая его еда, спросила, это свежее мясо. Но я говорю, а есть какие-то еще особенности? Может, он еще любит какой-то салат или огурцы? Он говорит, он получает еще также морковку и да, вот разные овощи. И ловит мышей. Sein liebes Hund. Wird er noch wachsen oder ist das schon? Nee, der ist jetzt 4, also der ist auch gewachsen. Okay. Ja. Он уже не будет расти, он уже так вес. Wie günstig ist es, einfach so einen Hund zu Hause zu... Also er ist... Das ist ja wie so eine... Wie so ein Katzenhund, zu Hause liegt er, rollt sich auch mal zusammen, ist ganz genügsam. Draußen, weil es ist ja ein Jagdhund, muss man ihn an alleine führen, weil der würde sonst jagen. Und was die Kosten angeht, ist dieser Hund vergleichbar mit jedem anderen. Wenn ich einen Neufundländer habe, braucht er mehr Futter. Diese sind ja recht schlank. Die dürfen ja nicht so. Okay, und wie kostet so ein Hund einfach zu kaufen, so ein kleines? Die sind ja alle aus dem Tierschutzbund, also die Hunde, die wir haben. Und das ist je nach Tierschutzbund ist es unterschiedlich. Die haben immer eine Schutzgebühr. Man bezahlt quasi nicht wirklich einen Hund, sondern ich würde für jeden Hund die gleiche Summe zahlen. Das ist ein Schutz, der die dann anschließend auch dazu bringt, andere Hunde zu ernähren in der Zeit. Der war ja in Spanien auch da, in den Tierheimen. Das kostet ungefähr so 200, 300 Euro. Ja, kann man sagen. Beim Tierschutz zu kaufen. Ja. Und ich habe gehört, muss man pro Jahr oder so etwas bezahlen für die Stadt? Das sind Hundesteuern. Wobei man, wenn man die über den Tierschutz nimmt, die ersten 2 Jahre befreit ist. Aber dann bezahle ich wie für jeden Hund auch. Es ist egal, ob das ein kleiner oder großer Hund ist.
Das kommt auf die Gemeinde drauf an. Amen. Ich glaube, städtische Hunde sind teurer als die auf dem Lande. Und dann kommt es auch darauf an, wie viele Hunde man hat. Da muss man auch, wir haben zum Beispiel 3 Hunde. Mhm. Und jeder Hund, der zu einem dazukommt, da muss man mehr. Also noch mehr. Also günstig ist es nicht, aber das ist so ein Seelenhund, der tut einfach nur gut. Musst du da unter durchkrabbeln? Ja. Warum? Weil ich kann, ne? Und wie viel muss man zum Beispiel pro Jahr für so einen Hund bezahlen? Also das ist... Zum Vergleich, ja. 1,35. Ich glaube, der kostet 80 Euro im Jahr, 70, 80 an Euro Steuern. Dann kommt natürlich, was an Kosten sind, ist immer, man braucht ein Kürbchen, man braucht Leinen. Wenn man will, geht man in die Hundeschule. Und dann frisst er jeden Tag 1 Kilo Fleisch, weil ich barfe. Das heißt, er kriegt immer Obst, Gemüse, Öle dazu und Rohfleisch. Man kann auch Trockenfutter, aber die haben das so gemacht. Das heißt ungefähr 30 Kilo pro Monat Fleisch. Ja. Da gibt es extra Anbieter, also für 1 Kilo bezahle ich, sagen wir mal 2,50. Mhm. Ne? Also kostet er mich 2,50 dann, plus Gemüse und Obst, was man braucht. Also ungefähr 100 Euro, wenn rund pro einen Hund. Ich habe noch 2. Also insgesamt eine blinde Hündin, auch aus dem Tierschutz. Ja. Was ist mit sie passiert? Die hatte als Welpe, wurde die im Müll entsorgt, weil die eine Augenerkrankung hatte. Die kann nie wieder sehen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil dieser Hund kennt das nicht anders. Die ist... Wenn ich sie jetzt heute dabei hätte, wäre das ein Hund wie jeder andere auch. Man würde das nicht merken. Ja. Und der andere? Das ist unser Ältester, der ist 4,5. Der kommt aus Griechenland. Der ist auch alle über den Tierschutz. Ja. Und welche Rasse haben die alle? Also diese jetzt? Das ist ein Podenco. Ja, Podenco. Die Blinde ist so ein zotteliger Podenco, ist aber auch kleiner. Das ist eine Hündin. Und der andere ist ein Mix. Das ist wie so ein aus Griechenland, ja, das ist wie so ein Labrador, aber kleiner. Weißer. Ja, das konnten die auch nicht eintragen. Weißer, also, kleine Labrador. Ja, ja, aber wirklich spitzere Schnauze und Schlappohr. Ja, der ist neugierig. Ja, und wenn man aus dem Tierschutz oder Problemhunde nimmt, dann kommen natürlich Kosten dazu. Der wurde ja hier operiert. Der geht zur Physiotherapie. Mit der Kleinen waren wir jetzt beim Augenarzt, um mal abzuklären, ob sie wirklich nie wieder was sehen kann. Das sind natürlich Kosten, das muss sich jeder selber überlegen, um das jetzt, ob man das machen will oder nicht. Das ist ja frei. Was jetzt mit denen? Was passiert? Und im Winter zum Beispiel, wenn es so kalt ist, dann trägt er einen Mantel. Da haben wir mehr als einen. Das ist wichtig, weil der keine Unterwolle hat. Also alle Hunde haben ja Fell und darunter noch Unterfell. Mhm. Wenn das regnet, dann fällt das ab und so. Das hat er nicht. Mhm. Wenn das regnet, platscht es ihm direkt auf die Haut. Das ist ein Sommerhund. Mhm. Und die würden bei tiefen Temperaturen richtig frieren. Mhm. Und daher hält man die mit dem Mantel. Und die andere Hunde auch? Der andere Podenco, die Blinde auch. Und der aus Griechenland braucht das nicht. Der hat Unterwolle. Ja. Ja, so in Fellfarbe, ne? Ja. Ich orange schöne Zähne. Mir gefallen diese Ohren, ja. Und nach hinten, auch. So will ich ein Kurs will. Sehr nett, ruhiger, ja? Ja. Oder aber wenn wir jetzt mit dem draußen wären, im Wald, dann muss man ihn fassen. Dann ist er wie umgeschaltet. Dann stellt er die Ohren hoch, hört alles, sieht alles. Also da nehmen wir nie von allein. Er darf nur bei uns zu Hause natürlich freilaufen. Und wir sind regelmäßig im Hundefreilauf. Das gibt es hier viel, das gibt es auch in den Gemeinden. Das ist ein eingezäunter Bereich nur für Hunde. Und da kann man ihn von alleine nehmen. Ansonsten würde der jagen. Und das wollen wir ja auch.
Ansonsten jagt er also Mäuse, ich habe schon verstanden. Mäuse, ja, Kaninchen, Rehe wahrscheinlich auch. Würde er sicherlich machen. Also er jagt auch unsere Katze über den Hof, aber die liegen abends gemeinsam im Körbchen. Das ist nicht, weil er sie nicht mag, sondern das ist immer so ein Grundspiel. Sie rennt weg und er rennt hinterher. Und wenn sie stehen bleibt, dann bremst er ab. Ja. Гоняется за кошкой и говорит, слышишь, дома. А потом вечером они уже лежат вместе в одной коробочке. Это просто как игра. So. Vielen Dank für diese Riesen Selection Game. Für was Interview? Also für meinen Kanal. Ich bin so eine YouTuberin, die macht verschiedene Videos über Hunde, über irgendwas Interessantes für die Leute. Ja. Ich weiß nicht, neue Länder gefällt mir. Also wichtig wäre für den Kanal nochmal, dass es überall Tiere im Tierschutz gibt, auch in Bulgarien und so. Und alle sind es wert, gerettet zu werden. Wir haben uns halt für Prosecco entschieden, weil die einfach auch in Spanien keine Lobby haben. Es kümmert sich da so keiner drum. Die werden zur Jagd eingesetzt und wenn sie nicht mehr zu gebrauchen sind oder von Anfang an nicht, weil er einen Hüftschaden hat oder die andere blind ist, dann werden die entweder im Müll entsorgt oder einfach getötet. Ja, und da haben wir uns jetzt, man kann nicht alle Hunde retten, aber dafür haben wir uns jetzt für Prosecco entschieden, weil wir einfach denken, das sind wunderbare Tiere. Und da haben wir jetzt auch ja auch ganz bewusst einen blinden Hund genommen. Schon das zweite Mal, dass wir einen blinden Hund haben, weil das überhaupt gar kein Problem ist. Und eben auch einmal für den Schaden. Ja. Also Sie machen so etwas wie das ja für... Das tun wir für uns selbst. Weil ich denke, das ist selbstverständlich. Ja. Also unsere Kinder sind aus dem Haus. Die sind schon groß, die sind ausgezogen. Und jetzt sind das unsere Kinder. Also jetzt kümmern wir uns um vermehrt um. Also Hunde haben wir schon immer. Ja. Hunde haben wir immer schon gehabt. Und die sind auch immer alle ganz alt geworden bei uns. Und jetzt haben wir uns halt für Prosecco. Ja. Ja. Das heißt. Ist er. Den gibt's nicht anders. Den gibt's nicht anders. Ja. Vielen Dank. Schönen Dank. Ja. Viel Erfolg. Vielen Dank. Мы, в общем, поговорили вот о чем. Я сейчас вам все перевожу. Мы говорили о следующем, что есть в Германии такое называется Hundensteuer. Значит, что за собаку надо каждый год платить. Вот, допустим, такая собака, как у них, стоит примерно 70-80 евро в год, одна собака. И она говорит, вот чем больше у вас собак, тем больше надо платить денег в год. Плюс... Значит, вот эта вот собачка, которую мы видели, Симон, да? Или... Не, Саймон. Он ест 1 килограмм свежего мяса в день. То есть 30 килограммов в месяц. За 1 килограмм мяса она платит примерно 2,50 евро. И это получается вместе, если посчитать, то примерно 100 евро... Они спасли эту собаку, привезли ее из Испании, взяли из такого спасительной организации, так сказать, Шуц, да? И потому что собак этих больше уже не используют, они-то охотятся, эти собаки, на вот оленей, на, не знаю, всяких хазен, это кроликов, да, на мышей тех же, на всех охотятся, но их уже не используют больше, они не нужны для охоты, поэтому их либо убивают, либо просто в мусорку, ну вот... Сложно этим собакам сейчас. Она его все время выгуливает, даже в лесу, когда есть, не отпускает его никогда, потому что он его как будто подменяет, и он сразу охотится, прислушивается к каждому звуку, что-то нюхает, выискивает, и он просто может сорваться, куда-то убежать, поэтому всегда на поводке, всегда с ним, его нельзя оставлять одного. Еще они спасли две собаки. Одна тоже маленькая Паденко. Вот Паденко. Здесь там видно. У них уже свои дети выросли, уже ушли из семьи, уже взрослые. И поэтому они вот берут собак сейчас. И это как бы ее дети, она говорит. А мужчина уже пошутил, что говорит, ну да, я тоже иногда твоим ребенком, не правда ли?
собака очень прикольная, мне понравилась. Она сказала, что эта собака примерно 70-80 сантиметров в высоту, ну вот по плечи, как обычно замеряют. Ну и что сказать, эта собачка просто сама милота, доброта и счастье просто. Дома она ведет себя вот очень тихо, спокойно, она вот как кошка примерно такая. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до скорых встреч, люблю. Зачем эта собачка идет? Собаки на куртках сзади. Настоящие немецкие собачники. Это было адекватно.